Okay, der Motor ist anscheinend beschädigt. Sie werden nicht mehr lange in der Luft bleiben. Da vorne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video sind wir wieder in Los Santos auf Streife. Ich habe nun das Problem gelöst, denn in den letzten Folgen ist ja am Ende immer das Spiel gecrashed. Das lag an dem Fahrzeug, was wir gefahren sind. Ich habe das jetzt ersetzt durch ein anderes ähnliches Fahrzeug. Dies ist auch ein bisschen schmaler, wie ich finde. Und hier gibt es aber noch weit. Okay. Okay, anscheinend. So, hier soll ein Flugzeug abgestürzt sein. Da müssen wir natürlich jetzt sofort höchste Eile und sofort dorthin fahren. So, da sind wir auch bei der Station. Okay, dann müssen wir hier einmal durch und dann brauchen wir hier, okay, dann würde ich sagen, fahren wir mit einem Boot, da es gerade kein Helikopter gibt. So, dann müssen wir jetzt hier einfach mal einsteigen und dann fahren wir schon mal los. Wir müssen hier hin, okay, dann müssen wir erstmal hier raus, okay. Nun müssen wir nämlich auf dem Wasser einen Einsatz entgegennehmen, denn es ist ein Flugzeug abgestürzt. Ich hoffe, es gibt noch unversehrte Personen oder halt Leute, die es überlebt haben. Wir können natürlich auch Unterstützung rufen, aber wir müssen erst mal sehen, wie die Lage so ist. Oh, wie schön ist der Sonnenuntergang, bitte. Okay, ich sehe dort hinten auf jeden Fall schon Licht da. Das wird wahrscheinlich das, ja, das Flugzeug sein. Wir sind schon ziemlich nah. Okay, wir können einmal schauen. Wir sind noch ein bisschen weit weg, aber sieht so aus, als wäre das noch in der Luft. Okay, ich weiß auch schon, warum das noch in der Luft ist. Okay, der Pilot spricht zu uns. Okay. Okay, der Motor ist anscheinend beschädigt. Sie werden nicht mehr lange in der Luft bleiben. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall, okay, jetzt holen wir uns auf jeden Fall Backup. Okay, wir holen uns hier auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. So, okay, das ist auf jeden Fall kein großes Flugzeug, das ist schon mal gut. So. Okay, ich denke mal, die werden hier noch ein paar hundert, 200 Meter fliegen. Mayday, Mayday, Mayday. Oh ja, wir sehen schon. Also der ist auf jeden Fall sicher, hat da früh genug uns gerufen. Okay. 100 Meter mindestens. Also maximal fliegt er noch. Okay, okay. So, wo sind... Ich habe hier ein Boot bestellt. Okay, da, bis dahin müssen wir hier... Okay, es landet. Landet, es landet. Okay, so. Wir können hier unser Boot erstmal sichern. So. Okay. Jetzt. Okay, jetzt müssen wir schwimmen. So. Da ist er noch. Okay, okay, okay. So. Schönen guten Tag. So, okay, wir haben sie. Oder ich habe sie, weil die anderen kommen nicht. Das ist mal wieder hier super. Okay. So. Okay. Dann haben wir den Herrn. Okay. Der ist da. Das ist jetzt... Das sollte jetzt nicht so sein. Ja, ich komme nicht raus. Super. So, wo ist der Herr? Okay, so, Moment. Moment.
Ach, hier ist er. Okay. Ach so, da blockt er ab. Moment, wahrscheinlich. Okay, ich weiß, wie das funktionieren soll. So, dann müssen wir hier kurz mal den Haken rausnehmen. Und uns an den Herrn ranbewegen. So, ja, sehr gut. Okay. Dann, so. Okay. Dann machen wir hier schon mal einen Haken rein. Okay, der Herr ist anscheinend nicht ganz so hell und kommt hier drauf. So. Okay. Wir haben ihn auf dem Board. Sehr schön. Dann würde ich sagen, die Kollegen kümmern sich ums Fahrzeug. Ich muss schauen, gibt es hier irgendwas? Moment, hier stand doch was. Okay. Ich glaube, das hatte damit nichts zu tun. Aber wir müssen jetzt erstmal hier... Okay, wir werden jetzt hierhin fahren, um den Herrn erstmal an Land zu bringen und natürlich in Sicherheit zu bringen. So, da sind wir auch wieder am Land. Okay, so, dann machen wir mal hier. Okay, da steht doch unser Einsatzwagen. Sehr schön. Okay, und dann würde ich sagen, haben wir auch den Einsatz erfolgreich absolviert. Die Herrschaften werden sich jetzt um den Piloten kümmern. Sehr schön. Und dann haben wir ein weiteres Leben gerettet. So. Ich würde sagen, wir huschen hier gar nicht so lange rum. Wir verlassen direkt das Boot, weil unser Einsatzgebiet ist erstmal wieder auf dem Land. So, sie fahren dann erstmal ins Krankenhaus. Lassen Sie uns auf jeden Fall wissen. Okay. Direkt hier ein Einsatz. Alles klar. Da werden wir gleich einmal hinterher fahren. Sie müssen hier raus. So, wir lassen erst bei den Krankenwagen. Das geht vor. So. Okay. Dann mogeln wir uns gleich am besten mal vor. Okay, fährt er nach rechts? Ne, der fährt nach links. Okay. Dann, ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht, aber hier... Okay, was ist hier? Okay. Da kommen wir wahrscheinlich... Ja, bisschen zu spät, aber sehr gut. Die Kollegen haben alles unter Kontrolle. So. Okay. Steht hier auf einmal wieder auf. So, dann nehmen wir sie mal fest. Wahrscheinlich Fahrerflucht. So. Wo sind die Kollegen? Ich höre sie hier schon mal. So, die Herren dürfen dort einmal weiterfahren. Okay, da kommen die Kollegen. Die transportieren die dann gleich einfach ab. Okay, dann tun wir sie erstmal abtasten. Ob sie was dabei haben, was uns gefährlich sein könnte. Nichts, okay. So. Da sind die Kollegen. Ganz schön dünne Arme, ne? Vielleicht ist die Dame magersüchtig. So. Die Kollegen kümmern sie sich jetzt... Ey, also meine Kollegen müssen auch echt hier jeden beleidigen. Also echt mal. Geht doch so nicht. So, das ist ihre Kundin jetzt. Und dann können wir uns auch auf den nächsten Einsatz gleich schon freuen. Hier vorne haben wir direkt den nächsten Einsatz. So, wir müssen ja mal vorbei. Dankeschön. Und was haben wir hier? Okay, ein Fahrzeug. Wir haben hier ein... Okay. Wir haben hier ein Fahrzeug, was einfach stehen geblieben ist. So, tut mir leid, aber... So. Wir tun hier auf jeden Fall erstmal absperren. Ja, so, sie müssten jetzt erstmal hier auf die andere Seite. Hallo, so. Nee, das sollte nicht so sein. So, okay. Okay, was mit Ihnen? Ihr Auto ist stehen geblieben. Okay, dann steigen Sie mal bitte aus. Wir rufen für Sie schon mal einen Abschlepper. So.
Okay, ich hätte gerne mal ihren Ausweis. Ja, sie können mich gern wieder beleidigen. Das sind hier die richtigen Personen. Ich komme gleich zu sie, wenn sie hier so sind. So. Okay, der ADAC ist da auch schon. Okay, keine Auffälligkeiten. Der... Okay. Dann können wir sie erstmal zu Fuß entlassen. Ihr Fahrzeug werden wir dann zur nächsten Abschleppstelle bringen. Unser nächster Einsatz ist auch schon direkt angekommen. Und zwar ist ein Officer down gegangen. Und das soll hier rechts stattfinden. Okay. Da vorne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Wir zucken direkt einmal die Waffe. So. Okay. So, direkt einen Krankenwagen rufen. Okay. Was ist das? Egal. So. Ein Officer wurde hier niedergeschossen. Okay, wir werden erstmal hier absperren, damit uns hier niemand in die Quere kommt. Die Sanitäter können natürlich noch durch. Ich hoffe mal, der Polizist lebt noch genauso wie ich. Dankeschön, dass sie mich über den Haufen fahren. Da bin ich ihnen sehr dankbar. So, hier sperren wir auch gleich mal ab. Zehnfach. So, das hält besser. So. Ich hoffe, der Herr, der Polizist hat mehr überlebt als... Eher überlebt als der Typ da. Oder war das eine Frau? Ich glaube, das war... Ne, es war eine Frau, okay. So, bitte sagen Sie, der Polizist hat überlebt, bitte, bitte. Ganz schlechtes Zeichen, dann wären wir wahrscheinlich... Oh, ja, die hat überlebt, der Polizist, oder nicht? Okay. Okay, gehen Sie nach Vice City, dann rufen wir die Gerichtsmedizin an. So, und Sie, die brauchen gar nicht gehen. Also sie wird jetzt erstmal sehr lange sitzen für Mord eines Polizisten. Wo fahren sie lang? Wir sind hier. Ah, ja, wir brauchen noch einen Abschleppwagen für das Polizeiauto. Nein, ich möchte nicht mein Polizeiauto abschleppen. Ich möchte dieses abschleppen, okay. So. Okay. Da sind auch schon die Gerichtsmediziner. Hier kommt gerade niemand lang, oder? Nee, sehr gut. Okay, so. Kommen die Herrschaften auch noch, die Kollegen? So, da, die Gerichtsmediziner kümmern sich. Also langsam bin ich mir echt nicht versichert, ob die Kollegen noch kommen. Und was machen sie hier eigentlich? Die RTW-Leute werden auch von Tag zu Tag dümmer, habe ich das Gefühl. Was zum... Mein Auto! Das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Montags, Mittwochs und Freitags um 15 Uhr gibt's ja ein neues Video. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.